willkommen bei Andreas Limbacher, Personal aus Karlsruhe. Heute wieder mit einem ganz spannenden Thema. Und zwar werde ich hier eine Serie machen, verschiedene kleine Tipps. Und zwar, das sind so die 10 häufigsten Fehler im Bereich des Fitnesssports. Und da fange ich an, heute mit der Nummer 1. Und zwar die Nummer 1, was ist die Nummer 1? Die Nummer 1 ist folgendes: zu schnelles Training. Das heißt, das ist der häufigste Fehler überhaupt, ist, dass viele, die im Fitnessstudio trainieren, die entweder Einsteiger sind oder sogar schon länger im Sport trainieren, dass diese Leute in der Regel die Bewegungsgeschwindigkeit viel zu schnell ausführen. Das heißt, ihr dürft euch Folgendes merken, bitte. Es gibt sogenannte Time Under Tension, das heißt Reizzeiten, Kadenzzeiten, wie lange sollte ein Muskel im Bereich des Muskelsportes, des Kraftsportes, des Bodybuildings, sollte ein Muskel unter Spannung stehen. Und da gibt es einfach so verschiedene Anhaltswerte. Es gibt einmal diesen Bereich von der Maximalkraft von einer Sekunde bis so circa 20 Sekunden, ist aber gleich fließend, von 20 bis circa 40, 45 Sekunden und über 45 Sekunden. Erstes Zeitfenster ist die Maximalkraft. Da steigert sich in der Regel, man regelmäßig in diesem Zeitfenster arbeitet, vorrangig die Kraft. Im zweiten Zeitfenster steigert sich vorrangig das Muskelvolumen. Im dritten Bereich, über 45 Sekunden, da wird die Kraftausdauer forciert. So, und jetzt sehe ich Folgendes im Fitnessstudio, dass die meisten, die im Fitnessstudio sind, die arbeiten in der sogenannten Hypertrophie, vor allem Männer. Da stelle ich fest, die haben dann in der Regel immer so eine gängige Wiederholungszahl. Das ist die 6, die 8, die 10, die 12, wobei die 8 bis 10 bis 12, eher 8 bis 10, die häufigsten sind. Was passiert da? 1, 2, 3, 4 und nach 15 bis 20 Sekunden maximal sind diese 8 Sekunden schon durchtrainiert. Bei den meisten, schon ich mal nachgucke auf der Uhr, sind es manchmal 14, 15 Sekunden. Was bedeutet das? Genau, die arbeiten mit dem Wunsch, dass der Muskel wächst, im Zeitfenster der Maximalkraft. Passt nicht zusammen, exakt so sieht es aus. Dann sehe ich natürlich auch viele Männer, die ihr Gewicht reduzieren möchten. Und das sollte man eher im Kraftausdauerbereich trainieren. Das heißt eben, die 12 bis 15 Wiederholungen, vielleicht auch sogar mal 20 Wiederholungen, im Zeitfensterbereich von 40, 45 plus nach oben. Was passiert? 1, 2, 3, 4, 5. Ich übertreibe es ein bisschen, aber die meisten sind dann schon mit 12 bis 15 Wiederholungen nach 20, 25 Sekunden fertig. Das heißt, sind dann im Hypertrophie, im Muskelzuwachszeitfenster. Passt auch nicht. Genau deswegen wäre es ganz wichtig, geht mal Folgendes. Macht mal bitte Folgendes. Ihr nehmt einfach, wenn ihr im Bereich der Hypertrophie seid, Muskelzuwachs, ihr habt 8 Wiederholungen zum Beispiel oder auch 10 Wiederholungen, dann bewegt doch einfach mal, macht Bankdrücken vor, den exzentrischen Bereich etwas langsamer, zack, halt unten kurz an, hol Umkehrschwung, wieder raus, langsam runter, stopp, und wieder raus. Und dann guckt mal, dass ihr mindestens so im Hypertrophiebereich bei 8 bis 10 Wiederholungen so bei 25 plus 30 bis 35 Sekunden landet. Und ich garantiere euch jetzt schon eins, ihr werdet am nächsten Tag sagen, wow, 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 ich spüre meinen Muskel ganz anders. Ich habe auf einmal Muskelkater, obwohl ich schon seit Jahren trainiere. Was sagt uns das? Exakt. Fehler Nummer 1, beheben, und zwar darauf achten, dass die Bewegungsgeschwindigkeit im konzentrischen Bereich nicht zu schnell wird und auch im exzentrischen Bereich nicht zu schnell, vor allem im exzentrischen Bereich. Es gibt natürlich auch Trainingsmethoden zum Thema exklusive konzentrische Bewegungsausführung. Da kommen wir später zu. Das war's zum Thema Fehler Nummer 1 im Bereich des Fitnesstrainings. Die Reizzeit, die Time Under Tension nicht einhalten. Das war's, Andreas Limbacher, Personal aus Karlsruhe.